Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und heute endlich wieder dabei Torben. Ihr kennt ihn ja schon, jetzt weiß ich wieder nicht, ich habe nicht vorher nachgeguckt, müsst ihr selber machen. Sechste, siebte Folge mit Torben, glaube ich. Wie immer nach Transfermarktschluss und sozusagen zur aktuellen Situation. Erstmal Torben, herzlichen Dank, dass du wieder Zeit hast und schön, dass du wieder dabei bist. Danke euch, freue mich und gibt ja nichts Schöneres, denn das Wochenende zu starten, als mit euch einen kleinen Talk abzuhalten. Genau, das finde ich auch. Bevor wir jetzt aber richtig in die Vollen gehen und der Scoop noch dran ist, ein paar kurze Mini-Informationen, die ich euch noch sagen will. Wir haben uns ja committed, dass wir ein bisschen mehr über U23 reden. Deswegen will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Am Sonntag 14 Uhr Heimspiel von Werder 2 gegen Meppen. Meppen gerade Tabellenvierter, wir Tabellenzehnter. Also da haben wir natürlich nochmal eine Chance, nach dem letzten Erfolg wieder in der Tabelle weiter zu steigen. Also für alle, die noch Zeit haben, zum Weserstadion Platz 11 zu laufen oder zu fahren am Sonntag. Die sind da herzlich eingeladen und sehen da auch nochmal einen neuen Spieler, den wir verpflichtet haben, gegebenenfalls, der aus der Red Bull Akademie kommt. Also auch hier gibt es sozusagen ein bisschen Bewegung. Ansonsten würde ich sagen, Scoop, gebe ich mal kurz an dich und dann starten wir mal auch rein mit der ersten Mannschaft, die man so schön sagt. Ja, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen, Torben. Wieder schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren kleinen Talk, der ja nie lange geht auf jeden Fall. Wir werden uns heute auch, denke ich mal, wieder richtig kurz halten. Weißt ja, wie das ist. Und dann habe ich sofort eine Einstiegsfrage an dich, was erstmal gar nichts mit den Transfers zu tun hat. Gestern Freundschaftsspiel Preußen-Münster, erste Halbzeit 2-0 gewonnen, zweite Halbzeit 3-0 verloren. Hast du dir das überhaupt angeguckt? Hast du da Stellung zugenommen oder hast du nur Berichte gelesen? Und was ist deine Meinung über dieses Ergebnis? Ja, ich habe dir ja vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal was zu dem Thema gesagt. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, maximal eine oder zwei Halbzeiten Testspiele gesehen. Gestern habe ich auch nichts gesehen, kein Tor, keine Sequenzen. Ich habe es mir nochmal durchgelesen, beziehungsweise die Torfolge angeschaut, ein, zwei Berichte, ein paar Kommentare von Leuten, wo ich sage, die haben da schon eine gute Meinung zu. Ja, im Endeffekt, es ist mir dann auch irgendwann zu viel geworden, weil mir das nichts gebracht hat, diese Testspiele. Also mir persönlich, ich gucke mir die an, du gewinnst die 3-0, ja, nächstes Spiel ist eine Enttäuschung, sondergleichen wiederzusehen. Und im Umkehrschluss, im Sommer fand ich, waren die Testspiele fast durch die Bank eher negativ oder zumindest jetzt nicht so, dass man furchtbar euphorisch aus dem Sommer rausgehen konnte. Und dafür war der Saisonstart nicht so verkehrt. Und ja, es sind Testspiele, es wird viel gewechselt. Wenn ich sehe, in der zweiten Halbzeit haben ja auch ein paar Jungs gespielt, die so eigentlich gar keine Rolle mehr spielen in der Mannschaft, dann weiß ich nicht, was für einen Wert das hat. Von daher, für mich ist wichtig, dass sich da jetzt keiner verletzt hat, dass vielleicht der ein oder andere Spieler sich auch ein bisschen die Minuten sammeln konnte und dann hoffe ich einfach, dass die Arbeit auf dem Platz in den nächsten Wochen so Früchte trägt, dass wir dann auch endlich mal einen Dreier holen. Ja, gut. Dann würde ich fast sagen, kannst du noch was zum Thema Testspiel sagen, oder? Ja, wie gesagt, ich habe es ja auch nur gelesen. Ich musste ja leider die Fahrt absagen, die ich geplant hatte. Und wie gesagt, ich habe es auch nur gelesen, auch keine Bilder gesehen, genau das gleiche wie der Torben also. Und erste Halbzeit, ja, haben ja Weiser hat gespielt, Jung hat gespielt, Justin hat gespielt, Lux hat gespielt. Also da waren ja viele dabei, die auch in der Stammformation sind. Also da ist das Ergebnis mit 2-0 gegen Zweitligisten ja auch vollkommen in Ordnung, ohne Gegentor auch. Ja, und dann zweite Halbzeit, wie gesagt, viel durchgewechselt und dann verlierst du das Ding 3-2. Ja, was soll ich dir sagen? Das passiert wieder nur Werder Bremen, würde ich fast ausschließlich sagen, weil sonst ist eine zweite Garnitur wahrscheinlich auch noch stark genug, um das Ergebnis wenigstens zu halten, weil zwei Tore Vorsprung zu verspielen, ist schon wieder krass. Aber wie der Torwart schon gesagt hat, ne, das ist ja Ringelpiez mit Anfassen oder Kokolores, wie Otto früher gesagt hat. Wichtig ist nächste Woche Sonntag in Mainz, ob wir das 9. Spiel hintereinander dann umgeschlagen sind, das ist das wichtig. Ist wichtiger als gestern das Spiel. Ne? Ist halt so, das ist Fakt. Ja, ich glaube, was immer ein bisschen schade ist bei den Spielen, dass wir zum einen da irgendwie nicht so richtig vielleicht den Drive haben über die 90 Minuten, aber vor allen Dingen für die, die sich zeigen sollen, denn ich habe das jetzt auch sozusagen mal alles mitverfolgt, ein bisschen durchgelesen, Spielszenen mir angeschaut,
da hofft man dann vielleicht wenigstens, dass man so einen, weißt du, so einen positiven Eindruck von dem einen oder anderen Spieler hat, auch mal über längeren Zeitraum, nicht nur durch eine gute Aktion. Und das kommt natürlich dann bei den Testspielen meistens nicht so vor. Von daher, um das mal ein bisschen abzukürzen, schon mal, Scoop, glaube ich, müssen wir bei der Vorschau von Mainz auch nicht großartig über die Aufstellung sprechen, weil da hat sich keiner groß angeboten. Und da wird dann der Trainer auch keine große Veränderung wohl vornehmen. Das weiß man jetzt wahrscheinlich schon, wenn sich keiner verletzt. Aber gut, Testspiel ist Testspiel. Ihr habt es ja gesagt, Sonntag ist wichtig gegen Mainz in der nächsten Woche. Na, deswegen lass uns mal mit dem Torben direkt darüber sprechen. Vielleicht als erstes Transferpolitik Werder Bremen. Sicherlich mit das Spannendste. Wir hatten am Anfang relativ, in Anführungsstrichen, viele Transfers, weil es dann schnell klar war mit Kulke zum Beispiel als sozusagen dritter Torwart. Dann haben wir noch Top geholt, der natürlich dann direkt eine Top-Leistung auch gebracht hat im DFB-Pokal und hatten auch Grüll schon ganz früh, ne, im Februar oder so verpflichtet. Und hatten dann ja ein bisschen andere Themen. Alvero kam da rein mit der 4,7 Millionen ungefähr, die er gekostet hat. Bei Derek Köhn jetzt auf dem letzten Drücker, weiß ich jetzt auch nicht, habt ihr vielleicht gelesen, wer nicht, kann es auch noch gerne mal nachvollziehen. Der war ja irgendwie im Fitnessbereich von Galatasaray und ging eigentlich davon aus, dass er auch irgendwie ein paar Tage später dann wieder spielt für die. Und dann hat der Agent angerufen da, oder der Berater und hat er heimlich telefoniert irgendwo auf dem Klo oder so und ist dann gewechselt. Also ich weiß nicht, wir haben ja schon mal in die Runde gefragt und das konnte jetzt leider nicht nachvollziehen, ob diese Transfers so auf den letzten Drücker immer so das Allerrichtige sind. Mache ich mal ein Fragezeichen, auch wenn er sicherlich die ein oder andere gute Anlage hat, auch sein Marktwert gesteigert hat, aber kostet auch, glaube ich, eine fixe Ablösesumme dann Ende der Saison von über 5 Millionen. Aber da muss natürlich noch einiges bieten, denn Skelly Alvero bisher natürlich auch wenig Spielzeit und war sehr selten bei uns. Noch nichts gesehen von der Ablösesumme. Genauso bei Deman würde ich sagen, jetzt auch noch die 4 Millionen noch nicht wert ist. Von daher vielleicht, Torben, mal nach meinem Monolog hier ein paar Eindrücke von dir. Wie siehst du, wie ist da seine Einschätzung? Ich hätte jetzt mal gesagt, weil sich auch viele beschwert haben, auch aus den Spielern her, man hat vielleicht gehofft, dass noch mal ein gestandener Spieler zusätzlich kommt. Noch über die Verpflichtung von König hinaus. Ja, ich finde, das ist jetzt alles so, oder sind viele Themen, die du jetzt angesprochen hast, da versuche ich das für mich so ein bisschen zu ordnen, weil ich da auch meine Meinungen zu habe zu dem Thema generell der Transfersommer. Ich fand, es begann sehr gut mit Gröll, mit Kolke, mit der Verlängerung von Weiser, mit der Verlängerung von Agu, dass man dann auch Top geholt hat, fand ich, war sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr interessanter junger Spieler, der auch ja schon gezeigt hat, dass er Qualität hat. Und ich glaube auch, dass er definitiv Bundesliga spielen wird und kann und uns da auch helfen wird. Bei Skelly Alvero muss ich schon sagen, ich finde den an sich sehr interessant und ich glaube auch, dass er was mitbringt. Aber ich frage mich halt, warum wir so eine große Summe investieren in einen Spieler, der dann nicht unumstrittener Stammspieler ist. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also ich hätte mir gewünscht, wenn man einen Spieler für 5 Millionen holt, dass das auch ein Spieler ist, der dann besser ist als das, was vielleicht schon da ist. Und klar kann man immer sagen, ja, heutzutage bekommt man nichts mehr für 5 Millionen. Aber trotzdem haben wir jetzt halt sehr viel Geld investiert in einen Spieler, der maximal Kaderplatz 13, 14, 15 hat. Und das finde ich ist schwierig. Und das kann man auch zum jetzigen Zeitpunkt kritisieren. Soll nicht heißen, dass der in einem Jahr nicht vielleicht das doppelte, dreifache wert sein kann. Aber wenn man überlegt, dass wir so ein riesen Problem haben im offensiven Mittelfeld, was Kreativität, was Torgefahr angeht, was so diesen Raum um den 16er herum angeht, dass wir da einfach uns sehr schwer tun, Chancen zu kreieren, klare Torraum sehen, herauszuspielen, dann hätte ich mir schon gewünscht, dass man da vielleicht einfach einen Spieler holt, der passender ist und der sofort weiterhilft. Und zu Derek Köhn, also ich muss sagen, ich finde den Transfer
gar nicht verkehrt, weil, oder den Spieler gar nicht verkehrt, weil ich ihn schon bei Hannover ganz gut fand. Der hat eine gute Dynamik, ich finde, er hat einen guten linken Fuß. Ich hätte ihn auch durchaus letzten Sommer von Hannover genommen als Linksverteidiger. Ich glaube, der ist dann zu Galatasaray direkt gewechselt. Von daher fand ich es damals schon recht schade. Ich verstehe den Transfer jetzt aber auch nur zu teilen, weil er ist auch Linksfuß, er ist Linksverteidiger und man muss jetzt im Endeffekt Agu auf die Bank setzen. Man kann sicherlich drüber reden, ob das der beste Spieler ist, den Werder Bremen bekommen kann, Felix Agu, oder der da spielt. Aber Fakt ist auch, er hat seit mindestens Anfang des Jahres, wo er regelmäßig gespielt hat, eine ordentliche Leistung gebracht, ist Stammspieler geworden, hat einige Assists gebracht und macht das nicht verkehrt. So, und dem setzt du jetzt einen Derrick Köhn vor die Brust und im Endeffekt muss der spielen. Der hat diese Reputation, der hat die Qualität, der kostet Geld, den musst du dann jetzt auch einsetzen. Was heißt das für mich? Felix Agure rückt auf rechts und wird Mitchell Weiser ersetzen, wenn der mal ausfällt. Und wir wissen, Mitchell Weiser ist ein Spieler, der sehr oft spielt. Also entweder wird jetzt Agu oder Derrick Köhn sehr oft nicht spielen, was ich beides für ungünstig halte. Und jetzt haben wir noch nicht über einen Transfer gesprochen von Olivier Demann, der letztes Jahr für 4,5 Millionen kam. Der ist aktuell, finde ich, ganz weit weg von der Startelf. Und wenn man das dann alles so zusammenrechnet, dann finde ich, ja, dann kommt man schon auf eine Summe von 9, 10, 12 Millionen irgendwann, die man ausgegeben hat. Aber man hat nicht diesen klaren Stammspieler bekommen. Man hat sich in der Breite verstärkt, aber nicht in der Spitze. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass wir da einfach noch einen Transfer dazu bekommen. Zum Ende des Transferfensters finde ich, hätte auf jeden Fall noch einer im offensiven Mittelfeld uns gut getan. Ich kann verstehen, wenn da vielleicht kein Geld dafür ist. Ich kann verstehen, wenn man sagt, man hat schon eine gewisse Kadergröße und möchte da jetzt nicht noch sonderlich viel dazu holen. Fakt ist aber einfach, dass wir da großen Nachholbedarf haben. Und das sieht man oder hat man gesehen an den 20 Minuten gegen Dortmund, wo wir komplett unkreativ waren, wo man, also ich habe das mit einem Kollegen gesehen und ich habe zu ihm gesagt, das ist das Schlechteste, was passieren konnte, weil jetzt passiert nichts mehr. Dortmund steht tief und ich hatte eher Sorgen, dass die mit einem Konter, was fast passiert wäre, noch das 1-0 machen, weil dass wir in so Situationen lediglich mit Aktionen über Weiser oder Halbraumflanken von den Innenverteidigern kommen, das wissen wir mittlerweile. Das weiß man, wenn man Werder Bremen schaut und da fehlt mir einfach so ein kreatives Element. Das ist Romano Schmid nur in Teilen. Marvin Ducksch auch nicht immer über 90 Minuten. Und ja, ich bin gespannt, wie wir das hinbekommen, dass wir das in der Saison trotzdem hinkriegen. Insgesamt bin ich der Meinung, ist der Kader besser als letztes Jahr. Aber in den Bereichen, wo es wirklich helfen würde, da haben wir auf jeden Fall noch Bedarf aus meiner Sicht. Also bin ich total bei dir. Hier gerade was Thema Agu angeht, das hat der Sepp und ich ja im letzten Podcast oder davor auch schon diskutiert. Einer, der total aufstrebend ist, der sich seinen Stammplatz hart erkämpft hat nach seiner Verletzung, der immer gute Leistung bringt, kriegt jetzt so einen Spieler davor gesetzt, fehlt mir auch ganz ehrlich die Logik dafür. Aber was mich mal interessiert, weil wir mit dir immer gerade über Transfer sprechen, ich bin sehr überrascht gewesen über die Verpflichtung des dritten Torhüters Kohlke. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ein dritter Torwart ist ja eigentlich, was heißt eigentlich, der ist eigentlich nie im Kader. Dann verpflichtest du so einen gestandenen Mann, der von Hansa Rostock nach Werder Bremen kommt, als dritten Torwart. Also da habe ich mich schon hinterfragt, was soll das? Hat das vielleicht eine Zukunft, dass er vielleicht mal bei uns Torwarttrainer werden soll? Oder muss man jetzt echt als Bundesliga-Verein darauf spekulieren, wenn sich mal einer unserer Torhüter verletzt, brauche ich einen guten dritten Torwart? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Torben, und da möchte ich deine Meinung jetzt wissen, was hast du bei dem Transfer gedacht worden? Ich war total überrascht, dass wir so einen gestandenen Profi
nach Bremen holen, der sowieso keine Chance hat zu spielen, weil Mio Backhaus und Cetera waren klar und der kommt als dritter Torwart zu uns. Also den Transfer fand ich schon sehr, sehr überraschend. Was ist eigentlich deine Meinung über diesen Transfer? Ich hatte, bis es dann kommuniziert wurde, sowieso davon, oder bin ich davon ausgegangen, dass Mio Backhaus nochmal verliehen wird und dass man eine Nummer 2 holt, die zumindest den Anspruch hat, um die Nummer 1 zu kämpfen. Dass Cetera die absolute Nummer 1 ist, ist klar. Als dann gesagt wurde, mit Mio Backhaus geht man, Entschuldigung, als Nummer 2 in die Saison, dann war ich auch gespannt. Ich ging schon davon aus, dass es jemand ist, der in der zweiten, dritten Liga schon Erfahrung gesammelt hat. Ich finde den Transfer von Kolke überragend, weil ich weiß aus sehr guten Quellen, dass er ein sehr, sehr guter Typ ist, ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher, positiver Kerl, der auch noch so ein bisschen aus vom alten Schlag ist, der aber einfach ein Bombentyp ist. Und ich glaube, das passt gut. Ich glaube, Mio Backhaus kann sehr viel von ihm lernen. Ich glaube, selbst Cetera kann noch das eine oder andere sich von ihm abschauen. Kolke ist jetzt die letzten Jahre über immer ein sehr ordentlicher Torwart in der zweiten oder dritten Liga gewesen, ist mehrfach aufgestiegen, ist auch abgestiegen. Er kennt Abstiegskampf, er kennt Aufstiegskampf. Er ist einfach jemand, der sich dann auch, der scheißt sich keinen, wenn es um irgendwas geht. Und ich glaube, das ist einfach für den Kader wichtig, so einen erfahrenen Typ drin zu haben. Und er hat einen 3-Jahres-Vertrag. Also besser kann es für den nicht laufen. Der weiß, okay, ich bin jetzt, korrigiere mich, 33, 34. Der spielt jetzt seine letzten Jahre, hat er ein super Training, wahrscheinlich so vom Niveau her die beste Mannschaft, in der er je war. Das hat er, glaube ich, sogar auch gesagt. Und kann sich jetzt vorbereiten auf sein Karriereende. Wenn er Lust hat, kann er danach vielleicht nochmal irgendwo in der dritten, vierten Liga kicken. Ansonsten macht er dann vielleicht selbst einen Trainerjob. Ich glaube, er verdient gutes Geld. Er hebt das Niveau. Und für Werder wird er kein Spieler sein, der die Kassen sonderlich leert. Von daher finde ich den Transfer gut. Und abseits des Platzes eben sehr wichtig. Und wie du bereits gesagt hast, wenn mal was passiert, ist er auch ein Torhüter, der auch einfach sich auf die Bank setzen kann. Der kennt das Geschäft. Im allergrößten Worst Case kannst du den auch mal bringen für ein paar Wochen und musst dir nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es hält sich von meiner These, dass er halt in 3 Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, vielleicht den Kiki Fanda als Torwarttrainer bei Werder ersetzt. Kann das vielleicht schon so mittelfristig gedacht sein? Weil das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, kann sein, keine Ahnung, möglich. Das ist so weit weg, da habe ich auch keine Ahnung, wie man da plant, wie Fanda da plant, ob er sich das vorstellen kann, aber sicherlich ein Typ, der da ganz gut passen könnte und kann mir schon vorstellen, dass das in den Überlegungen gerade bei ihm auch irgendwie mit reinspielt. Okay. Er ist halt ein Mentor, ne? Muss man ganz klar sagen. Hat eine Mentorenrolle und ich glaube, das ist aber auch wichtig. Ja, ich habe ihn ja in Zillertal im Trainingslager erlebt, da kann ich das nur widerspiegeln, was du gerade gesagt hast. Also er ist die Stimmungskanone. Ne? Er war definitiv auf dem Platz die Stimmungskanone, ist zu jedem hingegangen, hat immer einen Witz gemacht, jeden Spruch gedrückt und wenn es der Busfahrer war oder so, der ist zu jedem gegangen und zu dem er hingegangen ist, hat er immer ein Lachen im Gesicht, weil er immer einen Spruch auf den Lippen hat. Also das hat man schon im Zillertal gesehen, dass das definitiv eine Stimmungskanone ist. Und natürlich ganz wichtig in der Position, der wird nie den Mund aufmachen, wenn er nicht spielt. Ne? Das ist ja das Allerwichtigste in der Position. Aber er ist jemand, der auch eine starke Meinung hat. Und wenn es nicht läuft, ist er auch, glaube ich, jemand, der das klar anspricht. Also ich glaube schon, dass er so ein gutes Feingefühl hat und das auch versteht. So hat er es auch in den Interviews oder in dem Interview, ich weiß gar nicht, ob es eins oder mehrere waren, das auch dargestellt. Dann lass uns direkt noch das nächste Thema anschneiden. Wir haben ja auch ein paar Spieler jetzt weiterhin im Kader, wo man sagen muss, hätte es da vielleicht nicht eine andere Lösung geben können. Wir müssen über Oliver Berg sprechen. Was ist mit Nankishi zum Beispiel auch? Der sollte ja auch eigentlich noch ausgeliehen werden. Was ist mit Keita, der zwar nicht mehr im Kader ist, aber sozusagen noch nebenan trainiert? Wie siehst du das? Hätte man da nicht vielleicht auch stärker auf eine Komplettauflösung gehen müssen?
Weil wenn sie mittrainieren, Burke, wir haben zwar darüber gesprochen, hätte man vielleicht auch nochmal bringen können gegen Dortmund, so als Dortmund-Schreck, wenn er schon da ist. Aber schlussendlich, wenn die gar keine Chance haben, ist ja die Frage, belasten sie zum einen den Kader nicht so ein bisschen? Ich meine jetzt nicht, ja, also vielleicht für die Sachen, wenn die keine Chance haben, sie werden sich auch nicht final mega viel reinhängen im Training. Das meine ich jetzt so ein bisschen, ne, mit der Thematik. Jetzt kann ich natürlich sagen, rein wirtschaftlich ist es besser, wenn die sozusagen noch immer da sind und man die nicht rausschmeißt vorher, damit du noch ein bisschen Ablösesummen bekommst. Aber ob jetzt bei den Spielern dann wirklich das so ein großes Thema ist, also vielleicht ein bisschen was über die Personalien, die drei im Endeffekt. Ich glaube, bei Nankishi ist es, also das verstehe ich auch nicht, weil der wird auch nicht viel verdienen. Da geht es, glaube ich, auch nicht in Gänze jetzt um eine Auflösung, ob das, ja, ob das finanziell dich in Ruin treibt, glaube ich nicht. Schade für den Jungen. Ich hatte mal das kurze Vergnügen, den mal ganz kurz kennenzulernen. War ein ganz höflicher, lieber Junge. Es war so gerade um die Zeit, als er dann auch sein erstes Spiel, Pflichtspiel in der zweiten Liga gemacht hat. Ich glaube, das war damals in Ingolstadt. Finde ich schade, weil er eigentlich so viel auch mitgebracht hat. Cater, ja, ich denke, das ist einfach eine finanzielle Geschichte. Da konnte man sich bisher noch nicht einigen, aber vielleicht wird das ja noch was in den nächsten Wochen, Monaten, dass man da noch eine Einigung erzielt. Ansonsten wird es, denke ich, spätestens in einer der nächsten Transferperioden auch enden. Bei Burke, ja, ich meine, wir wissen es ja, ne? Also der verdient hier nicht schlecht. Und in England hat er jetzt auch 3-4 Stationen gehabt, die nicht funktioniert haben. Wer will den sich dann auch holen und im Wissen, dass der ordentliches Geld bezieht, aber auch wenig Ertrag bringt? Ich stimme euch aber auch absolut zu. Ich finde, das ist ein, also das meine ich ja wirklich komplett ernst, ich finde, das ist ein handfester Skandal. Wie kann man so herzlos sein und den nicht in der 89. Minute gegen Dortmund einwechseln? Also sind wir uns doch alle einig, der spielt hier keine Rolle mehr. Aber mit der Vorgeschichte, die hätten sich doch, also natürlich macht das was im Kopf bei den Dortmund. Und wenn es beim Publikum einfach nochmal dafür sorgt, dass alle nochmal brüllen, dass alle nochmal aufspringen. Und das ist ja, jetzt sind wir auch mal ehrlich, das ist ja jetzt kein Einbeiniger. Also der kann laufen, der kann seinen Körper reinschieben. Das ist ja nicht so, dass du, wenn der jetzt mal 3 Minuten gespielt hätte, dass du dann automatisch 2-0 verloren hättest. Den hättest du ja irgendwo vorne nochmal hinstellen können, für einen langen Ball, für einen kleinen Sprint auf den Außen, was auch immer. Also ich finde einfach, ja, im Wissen, dass der keine Rolle spielt und ja, im Wissen, dass andere Spieler dann sagen würden, sag mal, warum wechselst du den denn jetzt ein? Der ist doch gar nicht mehr hier gedacht für den Verein. Aber diese Konstellation, also die lag sowas von auf der Straße. Und ich finde, da muss man auch dann irgendwie fußballromantisch sein und dann einfach mal sagen, jetzt machen wir das. Weil was hast du zu verlieren in der Situation? Den hätte er in der 94. Minute bringen können. Wenn nichts passiert wäre, dann wäre es so. Aber ja, das habe ich nicht verstanden. Generell die Thematik gegen Dortmund, 2 Wechsel zu vollziehen, ist, finde ich, mutig. Dann bringst du dich selbst in eine ganz schöne Sackgasse. Da musst du nämlich einigen Spielern erklären, warum sie nicht eingewechselt wurden, obwohl sie hätten spielen können von den Wechseloptionen. Fand ich nicht gut. Ist kein gutes Zeichen. Ja, und im Endeffekt denke ich, um dann nochmal auf die Frage zurückzukommen, muss man, glaube ich, auch einfach ehrlich sein, wenn du keine Option, also gar keine Option bei Werder Bremen bist. Ich glaube nicht, dass dann die Vereine so unfassbar Schlange stehen, die denen trotzdem noch eine ansatzweise okayes Gehalt und Liga bieten können, dass die dann sagen, ja, dann gehen wir von dem Verein hier weg. Ich glaube, schön, dass du es nochmal angesprochen hast mit Burke, weil natürlich der Scoop, der war ja im Stadion, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass auch deine Nachbarn das gesagt haben. Man hat ja dann auch ab der 75. grob, ne, mit einmal mehr gespielt, also ich verstehe es auch nicht so ganz, auch sehr interessant fand ich, um jetzt ein bisschen vielleicht auch über das aktuelle Thema zu sprechen, wie sind wir so reingekommen, was hat sich vielleicht schon verbessert, was nicht. In einem Augsburg-Spiel wechselt Ole Werner zum ersten Mal gefühlt seit einer Ewigkeit direkt 2 Spieler aus zur Halbzeit, also sehr früh. In Dortmund, wie du schon gesagt hast, bleibt es dabei, dass wir 2 Wechsel haben. Ich gucke gerade mal drauf, 82. und 90. auch, also super spät.
Und lässt natürlich alle anderen, Bittencourt, auch ein Hansen vielleicht nochmal als Faktor auch nicht aufs Spielfeld. Ein Alvero auch nicht für Sachen wie hohe Bälle. Und ich fand jetzt eine Sache, die du auch erwähnt hast, wo wir jetzt nicht nochmal weiter darüber gesprochen haben, aber das ist, glaube ich, auch ein Problem. Ich finde nämlich auch, dass wenn Werder Bremen Spieler für 4 Millionen oder mehr verpflichtet oder zumindest eine Option schon kauft, dass die so teuer sind dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass die auch Stammspieler sind. Und da haben wir natürlich mit Deman jetzt jemanden, der das nicht hinbekommen hat bis dato. Mit Alvero einen, der wohl noch ein bisschen mehr Zeit ist, aber Deman war es ja schon eine ganze Saison. Und die Sache mit Köln hattest du ja auch nochmal beschrieben. Also fehlt mir auch ein bisschen, also ich hätte das Er hätte Köln besser verstanden, wenn man dann Deman verleiht als Beispiel nochmal und zeitgleich nochmal jemand für die rechte Seite noch als Backup holt. Ja, die Seiten sind jetzt nominell doppelt besetzt, weil Agu einfach noch auf rechts geschoben wird, aber ihr habt es ja auch schön durchdiskutiert. Von daher finde ich das einen völlig falschen Schachzug, jetzt jemand, also die linke Seite zu holen, hast du zwei Leute, die auf der Bank sitzen. Warum Agu rausnehmen, wenn der jetzt nicht zwei Katastrophenspiele macht? Dann spielt er erstmal die ganze Hinrunde durch. Dann haben wir wieder das Skelly-Alvero-Thema. Hast du Köln ausgeliehen, der spielt dann nachher 10 Spiele. Dann sollst du wieder 5,3 Millionen plus Bonus, und das glaube ich sogar fast 5,7 oder so bezahlen. 5,2 waren es, glaube ich. Ja, und die Galatasaray musste das ja bekannt geben. Ja, genau. Also, aber ganz kurz, ja. Weil du es angesprochen hast, wie seht ihr das denn? Seid ihr der Meinung oder glaubt ihr, Olivier Demann wird sich hier noch fangen und zum Stammspieler mutieren? Muss ich gar nicht lange überlegen? Nein, definitiv nicht, weil er sitzt schon so lange da und er hat es ja auf, kann ich mich an ein gutes Spiel erinnern, der hat mal ein Tor, glaube ich, in Augsburg gemacht, als er eingewechselt wurde beim 3-0. Aber ein richtig überzeugendes Spiel hat er nie gebracht und seine Flanken, war ja wie Marvin Ducksch, da muss einen Helm aufsetzen, wenn er auf der Tribüne sitzt, wenn er flankt. Und also ein Top-Spieler war er nie, auch wenn er mal von Anfang an gespielt hat. Also meiner Meinung nach und jetzt gerade durch diesen Transfer von den Köln, der, also im Sommer wird er definitiv weg sein, wenn es da einen Abnehmer für gibt. Also ich glaube nicht, dass der in Bremen noch mal irgendwie was wird. Wenn, also meine persönliche Meinung ist auch die, wird der Derek Köhn Stammspieler, verletzt sich, geht der Agu wieder nach links und nicht der Deman, ist meine persönliche Meinung. Genau, ich sehe Deman auch eher schwierig. Ich kann mich auch daran erinnern, dass der, glaube ich, als der kam, beim ersten, zweiten Spiel, macht er doch so einen ganz krassen Fehler auch. So ein Ballverlust direkt am 16er oder so, wo ich schon dachte in dem ersten Moment, ja, jetzt soll doch eigentlich ein gestandener Spieler da sein, der lässt sich da wie so ein Schuljunge den Ball wegnehmen, da war so ein Katastrophending. Und es fehlt ja auch grundsätzlich an dieser Dynamik und den Themen, ja. Also ich meine, wir spielen halt mit diesen hoch vorgeschobenen, vor allem bei Weiser, aber Weiser ist nun mal der Spielmacher. Der ist halt enorm dribbelstark, also oder im 1 gegen 1 gut, kann mal jemand ausspielen. Vorlagen, wir sind ja wirklich auch eine Mannschaft, die interessanterweise sehr viele Flanken gibt und damit auch dann Torvorlagen über Flanken, das ist halt auch Weiser. Und bei Magu kann man ja auch sagen, der ist wenigstens extrem schnell, der ist oft der schnellste Spieler mit Justin, also meistens, wenn beide auf dem Spielfeld sind, gibt es eigentlich nur die beiden, die sich darum betteln. Deman total langsam, Dribblings kann er auch nicht, Flanken sind jetzt auch nicht so, zudem sind wir jetzt auch trotz unserer vielen Toren durch Flanke, durch Weiser sind wir jetzt aber auch nicht die typische, wir ballern die Flanken rein und Füllkrug ehemals macht sie alle weg und Keke Top, das dauert sicherlich auch noch mal ein bisschen was, bis der vielleicht auf so einem Niveau dann ist, dass der da öfters was macht, also glaube ich nicht und da kann ich mich eher vorstellen, dass Köhne jemand sein könnte von den Veranlagungen her, der eine gewisse Dynamik mitbringt, aber es passt halt, wie gesagt, überhaupt nicht rein, hast du gerade schön erklärt, mit Agu gerade eben den quasi aufzubauen, den Vertrag auch noch zu verlängern nach den guten Leistungen. Also es passt dann gut, wenn Köhn noch zusätzlich da ist und da hast du eigentlich mit Agu, Köhn und Weiser, wenn Köhn wirklich so gut ist, hättest du wirklich dann drei solide Spieler, wo der Agu noch total flexibel ist. Ja, das finde ich ja gut. Da kannst du auch immer mal wechseln. Da kann auch mal nach 70 Minuten rausgehen, nach 60 Minuten. Also ich glaube, das würde da ganz gut funktionieren, aber man hätte da Deman meines Erachtens irgendwie noch loswerden müssen im selben Moment, um dann vielleicht noch auf der rechten Seite nochmal vielleicht einen ganz Jungen zu holen mit 20, 21, der auch vielleicht vom Alter nochmal anders zu sehen ist, wo du sagst, okay, also wie so ein Malatini-Effekt, vielleicht braucht er erstmal noch was und da
da sehen wir das nochmal anders. Muss man ja auch mal gucken, was mit Malatini ist, wie wird der in die Abwehr eingebaut, aber ja, und da, diese ganzen 4 Millionen Leute müssen halt bei Werder, bei dem Transfermöglichkeiten, müssen die einschlagen. Ja, ja. Noch ganz kurz zu dem Mann, also das soll ja nicht so klingen, als will man eben hier irgendwie vom Hof scheuchen oder so. Das ist ja auch ein Fortsetzung folgt. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.